Heute ist unsere Mission, uns eine Bitch zu klären. Nein, sind wir höflich. Wir versuchen, uns eine schöne Freundin zu angeln. Letztes Mal waren wir nicht so erfolgreich. Wir haben einen Korb bekommen. Das ist, glaube ich, die längste Serie, die ich auf dem Zweitkanal jemals gebracht habe. Und mal schauen, wie lange wir das ziehen. Unser Kanal ist bei 25.000 Abonnenten. Wir kommen meinem Kanal immer näher. 26.000 Abonnenten aus dem Nichts. Das ist eine neue Musik. Wir können uns neue Karten holen. Hier zum Ende was Neues. Akzeptieren. Ja, ist nicht schlecht. Oh, ein 3D-Ende. Das erinnert mich irgendwie immer an Minecraft, diese Grafiken. Auch wenn ich nur eine Minecraft-Serie gebracht habe. Und ich das nicht hatte, aber die anderen hatten das alle. Simon Unge und sowas. Okay, essen wir etwas. Unser Essen ist niedrig. Wir sollten feiern gehen und das will ich auch, denn da klären wir uns die Frauen. In den Kommentaren stand beim letzten Mal, dass Brot umsonst ist und dass wir das ununterbrochen essen können. Das wusste ich nicht, aber das merken wir uns auf jeden Fall. Und was wir jetzt machen, ist nicht direkt aufnehmen, nein, wir schreiben einem Mädchen. Okay, Freunde. Okay, das Mädchen, das wir uns am wahrscheinlichsten klären könnten, wäre Alice. Und ich erinnere mich nicht mal mehr an sie. Ich erinnere mich an Kennedy. Okay, probieren wir Alice irgendwie einladen. Geht, glaube ich, nicht direkt. Chatten wir mit ihr. Chat mal mit Alice. Und die Bekanntschaft geht hoch. Sie geht hoch. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist dieser Auftrag vom Gameplay. Und wir sind bei 99% bei Ellie. Okay, vorher nehmen wir aber das Spiel auf. Das wir aufnehmen müssen. Und zwar das hier, Engage Night. Es feiern sogar wirklich viele, okay. Engage, sieht ein bisschen aus wie Star Wars. Und wir schreiben hin, Star Wars, das neue Spiel. Woo! Okay, starten wir mit einem 3D-Logo und auch einem 3D-Ende. Hier nehme ich einen philosophischen, nee, nicht philosophischen Kommentar. Einen fachlichen Kommentar. Jetzt brauchen wir schön Comedy. Comedy, Comedy, Comedy. Yeah. Das hier ist besser. Lustiger Kommentar. Wir müssen das auf jeden Fall voll bekommen. Deswegen nehmen wir den lustigen Kommentar. Und jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Musik, glaube ich. Oder? Nein! Minus 3. Oh, nein. Oh, da muss ich das hier nehmen. Jetzt brauchen wir nochmal... Okay, 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 okay. Jetzt brauchen wir nochmal... perfekterweise das hier. Dann haben wir alles ganz gut gemischt. Ein bisschen fast von... obwohl ich das 3D-Ende haben wollte. Fuck! Ich hab's vergessen kurz für eine Sekunde. Okay, das passt einigermaßen. Okay, es passt auf jeden Fall nicht perfekt. Ein rotes Ding haben wir, aber das ist, finde ich, okay. Das kann man so machen. Titel wählen ist gut. Und Kontrast, dann sind wir sogar auf 6 von dem hier. Ich weiß nicht. Schreibt mal rein, ob es schlimmer ist, drüber zu gehen und zu viel zu haben. Ich würde jetzt denken, ja. Deswegen lasse ich es so. Und ist es unser Rekord? Nein! Das war doch voll das gute Video. Naja, egal. Okay. Du hast das Video nicht gemacht? Ich hab's doch gerade gemacht! Jetzt habe ich es umsonst hochgeladen. Es lädt gerade hoch. Junge, warte 2 Stunden. Und alles nur, weil wir dieser Ellie vorher geschrieben haben. Also, die lutscht besser mein Dödel. Oder es hat sich nicht gelohnt. Wir haben ganz schön viel Geld wegen ihr verloren. Sagen wir ihr das auch mal direkt, Freunde. Alice, ah, wir sind schon auf einem... Nein, ich hab's falsch verstanden. Wir sind jetzt erst mit Alice auf der Stufe, wo wir mit Kennedy schon längst sind. Kennedy ist die, an die wir uns ranmachen müssen. Und sie ist sogar eine Partylöwin. Kennedy! Tanz! 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 Okay, sollen wir sie direkt einladen? Nee, wir chatten vorher. Wir müssen das auf 100% kriegen. Okay, chatten wir. Wir müssen hier auf 100% kommen und dann einladen. Kann man dann auch aufs Bett klicken, wenn sie da ist, wenn ihr versteht, was ich meine? Oh, 90%? Komm, geh hoch. Sie kommt rein. Ich bin gerade am Chatten. Kannst nichts machen. Oh nein. Es ist so schönes Wetter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich rausgehen will oder hier bleibe. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, gefragt zu haben, Bitch. Und sie setzt sich an mein PC. Okay, wir sind bei 8,7. Also das Video scheint ganz gut anzukommen. Was mir aber viel wichtiger ist, ist Kennedy einzuladen. Aber solange sie hier ist, wird sie uns nerven. Ja, sie ist weg. Okay, okay, okay. Chatten wir noch mal ein bisschen mit Kennedy, Freunde. Wir sind kurz vor den 100% Chat.
Ich hoffe, das ist nicht zu viel, Chat, zweimal hintereinander. Geht's hoch? Ja, es geht hoch. 100%, Junge, komm! Ich will diese Beziehung nicht weiter ausbauen, bis wir uns persönlich sehen. Okay, war das jetzt schlecht? Wir sind bei 99%. Okay, jetzt kommt's. Einladen! Ich möchte jetzt allein sein. Nein! Nein, ey! Wieso? Du wolltest mich doch persönlich sehen. Ist es jetzt runtergegangen mit ihr? Ja, ist es. Oh Gott, diese Kennedy ist echt kompliziert. Aber das macht sie auch so attraktiv. Oh, da ist sie! Sie ist gekommen! Kennedy! Einladung ins Kino! Hallo, Ham Ham! Hi, Kennedy! Sag nichts Falsches. Schönes Kleid! Ich möchte dich heute Abend gerne ins Kino einladen. Ich habe keine großen Erwartungen, aber ich habe gehört, der Film soll großartig sein. Kommst du mit? Okay. Okay. Was ziehen wir an? Wir müssen ehrlich fresh aussehen. Das T-Shirt ist gut. Hose. Ah, passt nicht so zusammen. Und die Schuhe. Können wir uns was Neues kaufen? Da steht, das passt alles nicht zusammen. Unseren Helm, sollen wir den aufziehen? Nein, man weiß nie, was passiert. Zum Event gehen. Es kann sein, dass das Kino einstürzt oder so. Okay. Moment mal. Ach so, ich dachte schon, ich bekomme es nicht mit. Okay, wir sind da. Wo ist meine Begleitung, Kennedy? Hier, zack. Und mit Kennedy reden. Über, nicht Geschenk geben. Geschenk geben. Flirten. Bisschen flirten. Nein, sie mag es nicht. Oh, sie will über Musik reden. Oh nein, oh nein, es war schlecht. Profil ansehen, sie ist eine Partylöwin und mag Musik. Okay, okay. Oh, ich muss ihr ein Geschenk geben. Tada! Es kommt schlecht an! Was mache ich hier? Sie mag nicht kochen und sie mag keine Mode. Oder? Oh nein, ich hab's schon ein bisschen verkackt. Ey, treffe ich mit anderen, ich rede mal mit anderen, vielleicht. Hallo, ich heiße Thomas, ich bin der Vertreter von Nintendo. Nintendo, ernsthaft? Ah, sie kommt mir aber auch hinterher, okay? Ja, siehst du, ich kann mich auch mit anderen unterhalten, wenn du nicht möchtest. Nein, er redet mit dir! Er bringt sie zum Lachen! Er bringt sie zum Lachen! Oh nein. Ja, okay, komm jetzt mit uns mit. Okay? Machen wir ein paar Fotos für die Presse posen. Damit sie sieht, hier ist jemand Relevantes, mit dem du bist. YouTuber, ja, zeig direkt den Arsch in die Kamera. Danke, du kannst gehen, du bist noch nicht wirklich bekannt. Er wird immer höflicher, weil wir gefühlt immer bekannter werden. Sie sieht gut aus. Hey, Hammer, ich möchte ein Gameplay-Video machen. Ja, okay, von mir aus, weil ich Geld bekomme. Weil ich Geld bekomme. Okay, gucken wir den scheiß Film. Oh, wir haben das Date ruiniert. Mein erstes Date. Wow, das ist voll. Lass uns Plätze suchen, bevor keine mehr frei sind. Okay, wir setzen uns am besten in eine Reihe, wo keiner ist, die aber gut ist. Ich würde sagen, diese Reihe hier. Okay, schön mittig hinsetzen. Und zack. Setz dich zu mir, Kennedy. Nicht komplett nach links am besten. Ah, das ist nicht so gut. Soll ich sie ansprechen im Film? Ist eigentlich nicht so gut. Aber man muss eigentlich, es geht eine Minute. Okay, okay. Reden wir mit ihr über Kurse. Es geht hoch. Es geht hoch. Okay. Okay. Das war's. Okay, okay. Über Leute reden. Was willst du? Ich versuche, den Filmvertreter zu finden. Und du siehst nicht wie eine aus. Verzieh dich. Es geht trotzdem hoch, die Freundschaft. Okay. Über YouTube reden. Ich bin mir sicher, dass deine Videos müssen spitze sein, wenn du so viele Abonnenten hast. Ja! Das kommt gut. Ja, das kommt gut. Oh ja, oh ja, oh ja, geh hoch auf 100 wegen meinen Abonnenten. Sie ist ein Golddigger. Über Filme reden, ja. Weil wir im Film sitzen, das ist gut. Wir reden über einen anderen Film, den wir mal geguckt haben. Was brauchen wir noch? Über Musik, sie mag Musik. Wenn man unterschiedliche Musikstile spielen möchte, muss man verschiedene Instrumente beherrschen. Juckt zwar keinen, aber wir sind bei 100%. Wir sind bei 100%. Oh, das war's. Okay, das ist genug. Ich gehe jetzt. Okay. Wir haben es immerhin geschafft, auf 100% zu kommen. Du hast eine neue Videokategorie freigeschaltet. Ich hatte angefangen, neue Zuschauer zu bekommen. Und die hatten gleich das Bedürfnis, mich vor die Kamera zu setzen, um meine Gedanken mit ihnen zu teilen. Machen konnte ich das bei eigentlich jeder Veranstaltung. Ich musste einfach nur auf meinen Charakter klicken. Ach, vloggen? Vlogs wahrscheinlich. Yeah. Und wir haben ein Spiel bekommen, was wir aufnehmen sollten. Okay, ich werde sie gleich einladen. Ich werde sie gleich einladen. Vorher müssen wir natürlich auch mal wieder ein YouTube-Video drehen. Und dann machen wir direkt das. Oh, das juckt keinen, das Spiel. Verkaufen den Scheiß. Ich kann es verkaufen, obwohl es mir nur ausgeliehen wurde. Ah, hops genommen. Das Spiel können wir auch verkaufen, weil es keinen mehr juckt.
Das hier juckt auch keinen. Oh, wir haben tatsächlich nur noch ein Spiel, was irgendwen juckt. Ah, und dafür müssen wir die Konsole kaufen. Wir brauchen ein neues Spiel. Wir brauchen ein neues Spiel. Ah, und das ist eine Challenge, schuld dir ein neues Spiel. Perfekt. Ah, es gibt gerade nicht so gute Spiele. Concluded Tales scheint ganz gut zu sein. $35. Ja, das nehme ich einfach mal. Es gibt kein besseres gerade. Akzeptieren. Wir sollten vielleicht auch eine neue Konsole kaufen, damit wir auf mehr Spiele zugreifen können. Okay. Lade ich sie jetzt ein, Freunde? Da, voll. Soll ich mit ihr chatten? Nein, sie möchte allein sein. Es ist ein Stück runtergegangen. Mann, was soll ich denn alles machen? Es ist so anstrengend. Frauen sind so anstrengend. Ich will doch nur mein Ding einmal reinhalten. Okay. Nee, ich möchte kein neues Spiel kaufen. Ich möchte eins auswählen. Haben wir leider die PlayStation 3 nicht. Hier machen wir eine Preview, weil das Spiel neu ist. Wie kriegen wir Klicks? Aufnahme starten. Sie twerkt für uns. Endet im Bett. Ja, Mann. Sie twerkt für uns, endet im Bett. Das wird viele Klicks bekommen in der Preview. Okay. Fangen wir mit einer Hackfresse an. Warum nicht? Dann würde ich sagen, ein bisschen was Emotionales. Ja, wieso nicht? Dann lustige Kritik. Ja. Jetzt, ich muss das hier voll bekommen. Nehmen wir Sergiant. Jetzt brauche ich mal irgendwas mit Comedy. Ja, hier das hier. Zack, perfekt. Wir sind bei 5. Wir brauchen mehr Theater. Theater, zack. Und nochmal mal 2 Theater. 6. Egal, komm schon, scheiß drauf. Bam! So. Wäre geil, wenn wir mal wieder was für Perfektes hinbekommen, aber es wird immer schwieriger, weil die Videos länger werden. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, das ist wirklich ein Scheißvideo. Können wir das nicht irgendwie anders machen? Oh, das ist wirklich ein Scheißvideo. Okay, das ist schon mal besser, immerhin. Oh, ist das ein Scheißvideo. Na gut, dann versuchen wir einfach nochmal alles reinzuklatschen, was geht. Wir haben zwar schon alles drin, aber wieso nicht? Oh, ich glaube, das wird ein richtig scheiß Video, oder? Neuer Rekord? Ah, nee, man muss so viel reinklatschen, wie man kann anscheinend. Okay, ey. Ich sag nicht nein. Finanzen, wie sieht's da aus? Warum sollte ich da draufklicken? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Möchtest du ins Kino gehen? Sind wir doch tatsächlich schon mal gegangen, oder? Okay, wir sollten jetzt mal eine Runde uns aufs Ohr hauen, bevor wir wieder mit unserem Mädchen schreiben, das echt nicht einfach ist, rumzubekommen. Okay, packen wir unser Handy raus. Nehmen unseren Pimmel in die Hand. Nein, also erstmal nicht. Freunde, Kennedy, nicht einladen. Doch, einladen? Komm, wir laden sie ein. Nein, sie möchte alleine sein. Sie ist so anstrengend. Fuck. Oh, sie ist da. Sie ist wieder da. Reden. Ja, was denn? Sie möchte gerne ins Kino wieder. Okay. Diesmal machen wir es besser. Diesmal machen wir es besser. Oh, wir müssen neue Klamotten kaufen. Ich vergesse das jedes Mal. Und wir haben noch ein Mädchen einfach zurückgelassen. Hallo, Hamam. Ich habe gehört, dass du ganz gute Videos machst. Ja, okay. Schick mir dein Spiel. Ich überleg's dann später. Okay. Diesmal müssen wir es gut machen. Unser zweites Date. Reden wir mit ihr... Sollen wir sie umarmen? Nee, oder? Reden wir mit ihr über... Umarmen. Nein! Es wird immer schlimmer. Fuck. Aber hier ist nichts, was sie interessiert. Okay, reden wir über Geld. Was? Du hast kein Geld und deshalb kommst du zu mir? Von mir kriegst du keinen Cent. Abbrechen. Abbrechen. Oh nein. Oh nein. Wir haben reingeschissen. Och man, reden wir mit dem hier. Hallo, ich heiße Dylan. Bin der Verträger von Saga. Ja, gerne, hey. Korrekt. Bisschen mit ihm reden? Ist das nicht das Spiel? Ist Saga nicht die Sonic rausgebracht haben? Er sieht ein bisschen auch irgendwie aus wie Sonic. Naja. Reden wir über Filme mit ihr. Endlich läuft Ironing Man im Kino. Also Iron Man, ey, Digga, ist serienernst. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Film. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Okay, geh hoch. Ja! Ja! Endlich kriegen wir aber auch ein Thema, das gut ist. Ja, da lacht sie, ne? Da, oh ja, bück dich, bück dich. Reden wir mit ihr über Kurse?
Als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, bla bla bla. Okay, juckt kein. Nein, es kommt schlicht an. Abbrechen! Das Gespräch abbrechen und über Leute reden. Wir sind bei 62%. Ich mach's immer schlimmer. Und dann kommt irgendein anderer Junge. Über Filme wieder. Unser Gespräch auch endet auch irgendwie gar nicht. Brechen wir das mal ab. Und reden über... Sie will mit wem anders reden. Was, wenn ich weggehe? Kommt sie mir hinterher? Sie bleibt einfach stehen. Okay, wir dürfen uns jetzt nicht dumm aussehen. Wir krallen uns direkt die nächstbeste. Über Geld mit ihr reden. Ja, ne? Jetzt erstmal ein bisschen... Oh, ich will nicht über Geld reden. Oh, okay. Das war vielleicht auch nicht so ein gutes Thema. Okay. Geh abbrechen, bitte abbrechen. Okay, jetzt geht sie uns hinterher. Reden wir mit ihr über Musik. Dann ist es ein Thema, was ihr gefällt. Ich bin kein Sänger. Oh, ich rede mit allen über falsche Themen, ne? Für die Presse posieren. Danke, du bist noch nicht wirklich bekannt. Ey, du bist immer netter. Kann man auch mit dir reden? Nein. Okay, gehen wir in den Saal. Ich hab's echt vermasselt, Leute. Gehen wir jetzt mal irgendwo anders in die Ecke so. Ich glaube, in der Ecke wäre gut. Richtig schön in die Ecke. Damit man auch andere Sachen machen kann. Und sie setzt sich neben mich, okay? Und genau jetzt müssen wir direkt rein. Über Yacht reden, über Kochen. Oh nein. Über Kochen könnte komisch kommen, weil sie eine Frau ist, aber trotzdem machen wir es mal. Ah, du willst wirklich über Kochen sprechen? Also ich habe ein Omelett gemacht, das hat super geschmeckt. Verzieh dich. Ich sehe nicht mal die Freundschaft jetzt leider. Über Musik. Light Memories ist einer der schlimmsten Songs, den ich je gehört habe, okay? Ja. Okay, ich sehe die Prozentzahl jetzt nicht. Also wir müssen spontan einfach überlegen. Über Kurse nochmal. Ich weiß schon alles. Da brauche ich keinen Kurs mehr. Ich werde der beste YouTuber aller Zeiten. Okay. Dann nochmal über Musik. Ah, no. Schon wieder Don't Need My Memory. Langweilig. Ah, okay. Okay. 30 Sekunden haben wir noch. Nochmal über Musik. Habt ihr schon mal Walking Soul gehört? Voll übel. Okay. Über Filme reden. Und dann kommt hoffentlich Ausgehen. Über Filme reden, habe ich doch. Ironic Man ist ein toller Film. Okay, 14 Sekunden. Es gibt kein Ausreden mehr. Nein. Schnell. Nein. Ich möchte über Ausgehen reden. Ich kann gar nicht aufhören. Nein. Nein, ich hab's nicht verkackt. Ich liebe deine Videos, Hamam. Das ist ein gutes Zeichen. Okay, wie steht's mit uns? Top. Ja. Oh ja, laden wir sie ein. Das ist nicht, worum ich dich gebeten hatte. Ich dachte, wir können dir vertrauen, aber anscheinend lag ich da falsch. Wir sehen uns. Ich weiß nicht, worum es gerade mit dem Streit mit der anderen ging. Weil ich ein anderes Mädchen eingeladen habe oder was? Ist sie so eifersüchtig? Okay, und sie hat wieder abgelehnt. Twittern wir einfach mal was. Wir haben lange nichts getwittert. Wir haben letztes Mal was getwittert. Was von mir war. Gucken wir mal, wie es angekommen ist. Der Tweet. Was war's? Das sind meine normalen Tweets, ja. Gute Tweets. Bin ich hip oder nicht, was? 441 Likes? Das ist der beste Tweet, den ich je gemacht habe. Und da habe ich einfach nur das kopiert, was bei YouTubers live war. Okay, machen wir es nochmal. Tweeten wir was? Was haben wir so alles? Weitere Nachrichten? Bin ich hip oder nicht? Hatten wir schon? Ich weiß nicht mal. ... Hashtag Entscheidung. Soll ich Pizza oder Grillkäse essen, bevor ich ins Bett gehe? Bei mir gilt nicht. Hashtag ich habe einen Traum. Denn ich habe ja Millionen. Okay, nehmen wir. Hashtag Entscheidung. Soll ich Pizza oder... Ey, also wenn das mein bester Tweet wird, ne? Dann wäre das einfach respektlos. Das ist so ein Scheiß-Tweet. Hashtag Entscheidungen. Digga, das ist so ein Scheiß-Tweet. Ich tweete es trotzdem. Scheiß drauf. Und ich guck nächstes Mal wieder drauf. Also, das ist ja so ein Scheiß-Tweet. Ich tweete es und... Nein, es kriegt 762 Likes. Digga, für so einen Tweet ist das unmöglich. 762 Likes. Unser letztes Video hat 50.000 Aufrufe. Let's go. Geben wir ein Geschenk. Geschenk geben. Sie nimmt es an! Sie ist es! Sie hat es angenommen! Wir müssen einfach unsere Mitbewohnerin flanken. Also eine Flanke geben beim Fußball. Ich meine eine Flanke beim Fußball, eine Flanke schlagen zu ihr, wenn wir mit ihr Fußball spielen in meinem Bett. Auf dem Fußballplatz. Okay. Dann drehen wir mal die zweite Folge. Ah, wir müssen hier wieder was aufnehmen und es scheint gut anzukommen. Deswegen machen wir mal eine Preview vor dem Spiel. Aufnahme starten. Ich kläre meine Mitbewohnerin. Fragezeichen. Hashtag Real Talk. Ja, Mann. Oh, ich mach die besten Titel. Okay. Jetzt müssen wir nur noch das Video perfekt hinbekommen. Fangen wir an mit einer Hackfresse.
Das ist ganz gut. Und gehen wir jetzt wieder auf einen lustigen Kommentar. Wir müssen wieder 10 bei lustigen Kommentaren bekommen. Machen wir das hier. Yes. Mal 2 Comedy. Ah, da gibt es leider nichts Gutes. Dann nehmen wir mal MVP. Perfekt. Und jetzt nochmal wütende Kritik. Jetzt kommt nur noch ein Ende, oder? Oh nein, es kommt kein gutes Ende. Neue Karten. Nein! Ich brauche hier irgendwas. Ah, das ist noch nicht das komplette Ende. Nochmal neue Karten. Ah, es geht nicht mehr neue Karten. Oh, und ich nehme noch komplett das Falsche. Gott. Ja, winkende Verabschiedung nochmal. Okay. Okay, das ist vielleicht nicht das beste Video, aber es ist okay, denke ich mal. Schlechter als gerade kann es eigentlich nicht werden. Hey, das passt. Hey, ich kann es irgendwie hinbekommen, dass es passt. Boah, das sind 3 Sachen, die daneben gehen hier. Hm, kriegen wir auch weniger hin? Ah, und wir haben noch unser Ende. Ich glaube nicht. Nein. Leider nicht. Wir müssen es so machen. Ja. Oh Gott, okay. Wählen wir einen Titel. Machen wir ein bisschen Ausblenden. Bisschen Hintergrundmusik. Und Kontrast? Keine Ahnung. Akzeptieren. Das kann ja nicht mal Rekord werden jetzt, oder? Ein Rekord! Doch! Okay. Das ist nicht, worum ich dich gebeten habe. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Was denn für eine Bitte? Und mein PC ist kaputt. Ersetzen $255. Ah! Und ich muss was essen. Aua! Direkt wieder was essen. Und zwar Brot ist anscheinend for free. Aber Brot gibt ja halt echt so wenig. Ist doch einfach mal ein bisschen mehr Brot, Junge. Und dann gehen wir erstmal schlafen. Oh. Wichtig. Uns fehlt ein bisschen Geld, leider. Sie kommt, lass uns mit ihr flirten. Es ist so schönes Wetter. Sie will rausgehen. Flirten mit ihr. Komm. Hey, wie geht's? Hey, alles klar? Hey. Na, alles klar? Na, wie geht's dir denn? Sie ist gelangweilt. Okay, dann über Kurse reden mit ihr. Ein Kurs? Die Zeit hat doch keiner. Ich habe keine Lust mehr. Worüber redet sie denn gern? Superstar und Gaming. Oh, sie ist eine Gamerin. Über YouTube reden. Ich bin mir nicht sicher, dass du früher oder später von deinem Kanal leben kannst. Ah, sie ist sich sicher. Sie glaubt an uns. Aha, korrekt von dir, korrekt. Geben wir einfach mal wieder ein Geschenk. Sie geht, oh Gott. Oh, und es kostet immer Geld, ein Geschenk zu geben. Oh, okay. Wie sieht es mit unseren anderen Bitches aus? Kennedy. Komm schon mal, komm mal hier hin. Da ist irgendwer. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Mädchen, sieht ein bisschen aus wie ein Junge. Heute nach Party. Okay, wir sind dabei. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Oh, ich brauche neue Sachen. Style sportlich. Das scheint sportlich zu sein. Ich habe doch was Cremiges. Das ist doch Creme. Oh nein. Wir passen nicht so ganz zum Dresscode. Ereignis abbrechen kann ich auch nicht. Dann gehe ich lieber unpassend ein. Scheiß auf den Dresscode. Wir haben einen Helm dabei. Einer muss ja die ganzen Leute retten. Okay. Ist hier irgendwer, den wir kennen? Ist Kennedy hier? Nein. Reden wir mit ihr. Über ihr war ein Ausrufezeichen. Na, wie geht's? Bist du das erste Mal hier? Das sind ja ganz schön dicke Schuhe, die du da anhast. Hi, Mom. Ich hoffe, eine... Was für eine Partnerschaft? Ich will dich einfach nur ins Bett bekommen. Okay, sie denkt nur an Partnerschaft. Geh mal weg einfach. Kurz, bitte. Bla, bla, bla. Abbrechen. Und hier mit ihr reden. Hallo, Mom. Ich habe gehört, dass du ganz gute Videos machst. Nein! Ich will mir mal ein Mädchen hier klären, Mann. Profil ansehen? Sie ist Level 1. Okay, dann reden wir mit ihr einfach über Partys. Da gehe ich heute mal weg und auf dieser Dance Week Party sind nur alte Opas. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen, bleib besser zu Hause. Ich bin doch kein alter Opa. Über Mode reden? Ah, okay, weißt du was? Dann leck meine Eier. Dann sprechen wir halt mit ihr. Profil ansehen? Level 1 Romantikerin. Wie spricht man eine Romantikerin an? Über Aru reden. Aru. Bei mir ist der noch nie vorbeigekommen, aber sollte es auch nie. Ja. Das klappt, das klappt. Mhm, alalala. Lala, bla, 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 bla. Bla, 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 geh. Oh, und jetzt über Kurse reden? Über Mode reden. Ich mache mir nichts aus Mode. Ich frage doch jemanden mit einem Modekanal. Oh, abbrechen, abbrechen, abbrechen. Über
Kochen reden? Verzieh dich. Oh, ey, ich krieg aber auch so scheiß Themen zum Reden. Über Ausgehen, okay? Mit dir ausgehen, das müssen wir erstmal überlegen. Sprich weiter. Hey! Hey! Sie will mit mir ausgehen! Sie will mit mir ausgehen! Ja! Über Tanzen, mit ihr tanzen. Sie will nicht. Reden wir mit ihr wieder über Ausgehen. Man kann sich beim Date verlieben oder beim Chatten Computer. Was zählt, sind die inneren Werte. Sie ist die Erste, die darauf anspringt! Ich werde heute knallen! Ich werde heute knallen! Bam, boom, bam! Tanzen wollte sie gerade nicht. Über Leute reden. Deine Kleidung ist für diese Veranstaltung unangemessen. Abbrechen, die Scheiße. Übers Ausgehen reden wieder. Deine Kleidung, nein! Nein, meine Kleidung macht's kaputt! Über YouTube reden? Also, sie will nicht mehr mit mir reden. Es ist meine Kleidung. Es ist meine Kleidung, Jungs. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Oh Gott. Wir brauchen neue Kleidung. Gehen wir. Ah, diese Bitches achten nur auf Markenklamotten und so eine Kacke. Okay. Wir sollten vorher aber erstmal arbeiten, damit wir überhaupt genug das Geld haben. Oh, wir haben gerade Geld bekommen von YouTube. Oh, es ist nicht genug. Arbeiten. Mit $20 kurz. Schuhe putzen. Von $20 kann man sich aber, glaube ich, auch nicht so viel Kleidung holen. Ich glaube, so ein T-Shirt oder so nur. Klamotten kaufen. Okay, kaufen wir jetzt mal was überfreshes. Okay. Gehen wir mal hier hin. So eine... Was haben wir denn momentan? Wir haben momentan... Ist das Sommer? Sommer. Okay. Gehen wir mal auf Shirts. Haben wir schon ein Shirt, was so sportlich ist? Ne? Ist okay. Hosen brauchen wir eigentlich noch eins. So eine Sommer-Trainingshose vielleicht nicht. Obwohl, so eine Jogger, freshe Jogger. Egal, nehmen wir eine kurze Hose. Zack. Schuhe. Nehmen wir auch nochmal Sommerschuhe. Oh, die sind teuer, Mann. Gekauft. Sollen wir uns noch eine freshe Brille holen? Noch eine freshe Brille. Bam. Okay, zack. Akzeptieren. Oh, wir haben ganz schön viel ausgegeben. Warten wir, bis die Sachen ankommen und ziehen sie dann an. Oh, wir können wieder was Neues holen. Charisma-Punkte akzeptieren. Nervige Kritik. Und noch was holen. Beiläufige Kritik. Okay, okay. Ah, wir sollten mal wieder was tweeten. Okay. Wir tweeten einfach was. Nachricht. Weitere Nachrichten. Dann tweeten wir da die Scheiße hier. Das kann ja gar nicht gut ankommen. Das hat mehr Dislikes als Likes. Das hat mehr Dislikes als Likes. Oh nein. Egal, wir haben was veröffentlicht. Okay, jetzt nochmal arbeiten gehen, um das Geld auszugleichen, bis unsere Klamotten an. Unsere Klamotten kommen direkt an. Ich vergesse das immer. Okay, let's go. Unser Sommershirt. Unsere Sommerhose. Unsere Sommerschuhe. Das ist unser halbwegs fresher Schnitt. Oh Gott. Wir sehen so scheiße aus. Wir sehen irgendwie so ein Inder aus. Hallo, bräuchten Sie Hilfe für Ihren Computer? So sehen wir irgendwie mehr aus. Okay. Oh, Concluded Tales ist schon langsam. Verliert schon den Hype. Wir sollten nochmal schnell ein Video dazu machen. Aufnahme starten. Bin ich schwul? Das ist natürlich ein Titel, den ich in Real Life niemals benutzen würde bei irgendeinem Video von mir. Bin ich schwul? Das ist ja mega Clickbait. Das benutzen wir aber auch nur in dem Spiel. Natürlich. Okay, Intro mit 3D-Logo. Emotional. Ja! Ich bin schwul! Wehe, benutzt das für Clips oder so. Nehmen wir nochmal einen enttäuscht. Und jetzt müssen wir ein bisschen hier auf das hier gehen. Neue Karten bitte. Oh, Mist. Okay, nicht so gute Karten.
Bitte. Ja, sowas brauche ich. Perfekt sogar. So, dann nochmal neue Karten. Ah, shit. Brauche ehrlich gesagt keins von denen. Nehmen wir... Ah, doch, das hier brauche ich. Zack. Okay. Und jetzt nochmal das hier zum Ende, okay? Boom! Ich glaube, es ist ein gutes Video. Oder? Oh nein, es passt ja wieder gar nichts. Obwohl, es geht! Wir haben nicht einen einzigen roten, doch, es passt perfekt. Das ist doch schön. Ja, das muss unser Rekord sein. Ja! Diesmal habe ich es wenigstens verstanden. Und hochladen. Zack. Du stellst fest, dass der Ton falsch ist. Problem beheben. Ja, ist mir egal, ob ich hungrig werde oder nicht. Und ich hatte 30.000 Abonnenten erreicht. So langsam konnte ich mich zu den bekannten YouTubern zählen. Doch mein Zimmer wurde viel zu klein für mich. Ich brauchte etwas Größeres. Und ihr wisst, was das heißt. Wir bekommen eine neue Wohnung in der nächsten Folge. Das war's mit der Folge von YouTubers Live. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Verpisst euch.